Hallo, ich bin Vicky Michalke und ich erzähle euch heute was über meinen Weg mit den Pferden. Ich durfte 2007 Euro reiten für die Junioren und war so aufgeregt und nervös, dass kein Wechsel mehr geklappt hat, weil ich mit der kompletten Situation überfordert war. Und dort war ich dann natürlich Streichergebnis und nicht gut und habe mich wahnsinnig geärgert. Und man fragt sich dann, wieso geht das sonst und bei sowas nicht und das kann ja nicht sein. Und man fährt nach Hause eigentlich deprimiert und denkt sich, jetzt hatte man die Chance, sowas zu reiten und versemmelt es. Und dann macht man sich Gedanken, woran das lag und wie man es besser machen kann. 6 Wochen später bin ich dann irgendwie deutsche Meisterin geworden und das hat alles total geklappt. Und ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn ich auf der Euro schon gut gewesen wäre. Meine Mama hatte einen Esel zu Hause und wir hatten ein kleines Pony. Als Kind am Land bleibt einem nachmittags nicht so viel übrig, anstatt rauszugehen. Und dann wurden die Esel auch geritten und ausgeritten. Und dann hatte ich eine Freundin, die um die Ecke gewohnt hat. Ja, also der eine Esel, der war eigentlich sehr störrisch, der ist auch stehen geblieben. Aber der andere, ich weiß nicht, ob vielleicht da so ein bisschen mehr Pferd mit drin war, der ist eigentlich immer vorwärts gegangen. Er hat immer ein bisschen gebuckelt, aber er ist gegangen. Und wenn der dabei war, dann lief der andere hinterher. Und somit konnten wir zumindest so Runden drehen. Über 5 Ecken ist man dann an einen Bekannten gekommen, der Pferde züchtet und das dann irgendwie total süß fand, dass ich mich da mit meinen Eseln beschäftigt habe und mich eingeladen hat, einmal dahin zu fahren. Und da habe ich dann einfach so ein bisschen Unterricht bekommen, war jedes Wochenende da und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und er meinte, dass ich das eigentlich sehr gut machen würde, dass dann so ein Schritt nach dem anderen kam und das Pferd, was ich dann immer geritten habe, verkauft werden sollte. Und dann wurde die Mama quasi weich geklopft und ich habe mein erstes Pferd bekommen. Ich konnte mit dem alles machen. Also der stand so lange still, bis ich wusste, wie man eine Bandage dran macht. Und ich bin eigentlich von E bis S alles mit ihm geritten. Und bin in der E-Dressur jetzt nicht aus dem Rahmen gefallen und in der S-Dressur ging das auch. Also ich konnte wirklich alles mit ihm lernen und er war einfach super lieb und wie so ein Kinderpferd eigentlich, aber einfach Glück gehabt. Von dem Trainer, wo ich vorher war, der hat immer so ein bisschen geschwärmt von Werndls und die haben so einen tollen Trainer und dann haben wir da einfach mal angerufen und gefragt und so war ich dann dort und irgendwie war ich so in der Schiene drin und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und gut geklappt und dann kam einfach der Ehrgeiz mit. Man trifft Leute in seinem Alter, unternimmt am Wochenende was, also es war auf einmal so was komplett Neues und anderes und einfach eine neue Welt und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von Werndls und von den anderen Mädchen, die auch dort waren, einfach so. Ich wusste ja nicht mal, wie man am Turnier einflechten ging, aber so die Abläufe und auch einfach so mit Leuten offen umzugehen und dass es einfach schön ist, wenn man in den Stall kommt und angenommen wird und sagt, komm, lass mal am Nachmittag was machen oder wir trinken noch einen Kaffee. Und das habe ich eigentlich schon sehr mitgenommen, dass das einfach total schön ist, dass man was hat, wenn es mal am Turnier nicht gut läuft oder wenn es gut läuft, dass jemand da ist, der sich auch dafür interessiert. Es sind wahnsinnig viele tolle Erlebnisse auf den Turnieren, aber im Endeffekt lernt man an den Niederlagen mehr und kommt dann noch mal einen Schritt weiter und denkt sich so, jetzt habe ich es gerafft. Jetzt habt ihr was über meinen Weg erfahren und als nächstes stelle ich euch die Personen vor, denen ich alles zu verdanken habe, mein Team.